Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII für die PS1. Im letzten Part haben wir den Hauptteil unserer Seed-Prüfung gestartet. Nämlich sind wir hier in Dollet und sollen ein wenig aufräumen. Machen wir doch. Kein Problem. So, wir prügeln hier so ein bisschen auf die galbadianischen Truppen ein. Und wir wollen tatsächlich auch mitzählen, wie viele wir besiegen. Ich glaube, man hat als Pflichtkampf 12 Begegnungen oder sowas. Wenn ich das richtig im Kopf habe, und da habe ich zu früh gedrückt. Wir möchten mindestens 75 Gegner besiegen. Das wird nicht ohne Grinden möglich sein. Definitiv nicht. Das Grinden werde ich natürlich offscreen machen, weil das ist sehr langweilig. Aber ja, das muss passieren. Schön, ne? Ganz toll. Ja, also wir hatten jetzt gerade 2 und wie gesagt, 75 ist unser Ziel. Nervig wie sonst was, aber naja, gibt ein bisschen Erfahrung. Und steigert halt die Bewertung, die wir für diese Mission erhalten. Und genau das ist es, weshalb wir den Mist machen. Sehr schön durch die Stärkekopplung. One-Hitted Cell die einfach mal. Das ist gut. Und Cypher ist sowieso ziemlich stark. Was mich ein bisschen nervt, aber naja. Egal, kann man nichts machen. Oh, yay. Ifrit beherrscht anfeuern. Nice. Kriegt gleich mal eine neue Fähigkeit, die er lernen soll. GF. Ifrit. So. HP-Kopplung direkt mal? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? So, hier jeweils bei 6, okay. Dauert also noch eine Zeit lang. Aber wird auf jeden Fall fertig sein, bevor wir beim... Naja, bevor wir mit dieser Mission fertig sind. Denn jeder Gegner gibt mindestens 1 AP. Und gleich sind wir am Marktplatz. Hey, ihr galbadianischen Feiglinge. Was versteckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht. Ehrlich mal, ey. Nee, tickt doch nicht richtig. Tja, so ist das halt manchmal. Und ich will hier ständig die Kreistaste zum Rennen drücken, weil ich das noch aus anderen Spielen gewohnt bin, dass ich das machen muss. Aber ich muss es ja gar nicht. Hier rennt er ja automatisch. Hier geht er, wenn ich die Kreistaste drücke. Naja. Also standardmäßig die Dreiecktaste, aber ich habe das ja in der ersten Folge umgestellt, weil ich das so gewohnt bin. Oh, du hast uns gehauen. Das tut so weh. Hey, er ist sogar levelmäßig ein bisschen höher. Er hat mehr als 100 HP. Er wird von Excel nicht mehr gewonnen-hittet. Naja, meinetwegen. Hey, 1 AP. Yay, ich bin reich. Ich glaube, hier sind noch Feinde. Dann geht mal die Umgebung checken. Okay, okay. Mann. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Aber da sehen wir doch noch einen. Hallo. Na? Hüpft mal über die Autos rüber. Top. Und wieder nur ein einzelner Gegner. Ganz toll. Jo, hier. Weg mit dem Kerl. Nervt mich ein bisschen, dass Cypher gerade die ganzen Kills macht. Denn, auch wenn wir das später noch hören werden, wir können es hier schon mal sehen, der den Kill macht, kriegt die meisten Erfahrungspunkte. Für diesen Gegner. Hm. Naja, jetzt am Anfang ist das noch nicht so besonders viel. Ich rieche den Feind nicht mehr. Er riecht ihn nicht mehr. Müffeln die alle so oder was? Wir warten, bis mehr Feinde kommen. Warten. Ich hasse dieses Wort. Tja. So ist das halt, ne?
Bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich ihn ansprechen muss, aber ich glaube, ich muss ein bisschen warten. Vorher. So. Ich glaube, jetzt kann ich ihn ansprechen. Ah ja, genau. Es hat begonnen. Wir werden Sie herzlich empfangen. Hey, du Bastard. Verpiss dich. Oh, der arme Hund. Hey, ihr galbadianischen Ärsche. Was trödelt ihr herum? Kommt zu mir, macht mir Freude. Das klingt so falsch. Aber hey, das ist Cypher. Das wundert mich nicht mal, dass das so falsch klingt. Es kommt niemand. Ich finde das auch sehr interessant, diese extrem pixeligen Sprites vor den gerenderten Hintergründen. Es ist so ein extremer Kontrast, das ist unglaublich. Wie lange müssen wir noch warten? Es reicht jetzt. Ist das eine Geduldsprobe? Naja, also. Ne? Oh, ich glaube. Ich glaube, Hundi hat irgendwas bemerkt oder so. Ha, gehen wir mal in Deckung. Dass der uns nicht sieht, wundert mich sehr, aber naja. Irgendwie rennen die Galbadianer alle dort lang. Da gibt's bestimmt nichts. Hey, der Feind. Wo laufen die hin? Na, ist doch etwas am Berggipfel. Wir gehen dorthin. Das war ja so klar. Das ist gegen unsere Befehle. Sagtest du nicht, dir wäre langweilig oder nicht? Squall! Ich füge mich dem Truppenführer. Ich kann nicht mehr vorlesen. Ich füge mich dem Truppenführer. Von wegen, Truppenführer. Du willst doch ebenfalls. Du willst dich doch ebenfalls austoben. Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe. Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Ja, du solltest mir dankbar sein. Total. Wie denn? Was denn? Ihr versteht euch ja blendend. Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt. Hört mal, das ist kein normaler Kampf. Es ist eine Prüfung. Für eigenmächtiges Handeln gibt's fette Minuspunkte. Und dann bleib hier. Wir brauchen keinen Klugscheißer. Was hast du gesagt? Nimm's nicht so ernst, Xel. Cypher, wenn wir gehen wollen, sollten wir das jetzt tun. Der Feind ist an der Anlage am Berggipfel. Wir, der B-Trupp, werden diese Anlage besetzen. Abmarsch. Verstanden. Verstanden. Mann, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ach, Xel, hör auf, komm, halt die Klappe. Ehrlich mal, du gehst mir voll auf den Sack. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Xel so ungern im Team habe, auch wenn er eigentlich ein ziemlich guter Mitstreiter ist. Aber er ist einfach so fucking nervig. Naja, wie dem auch sei. So, wir hatten jetzt 6. Ja, 6 Gegner haben wir jetzt besiegt. Das ist Nummer 7. Wie gesagt, wir brauchen 75. Naja. So, jetzt hat Xel ein bisschen extra Erfahrung bekommen. Sehr schön. Yay!
all the Erfahrung. Give all the Erfahrung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern ich das Level-System in Final Fantasy VIII gut finden soll. Man braucht halt für jedes Level-Up genau 1000 Erfahrungspunkte. Dafür leveln die Gegner mit einem mit, also so quasi, aber auch wieder nicht komplett, weil viele Bosse haben festes Level-Maximum und das ist einfach dumm in vielen Situationen. Aber naja, wer seid ihr? Wir sind die Seed-Anwärter aus dem Garten. Wie sieht's am Berggipfel aus? Die Galbadier-Soldaten sind in den Sendeturm eingedrungen. Außerdem sollen dort Monster hausen. Wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr... Müssen wir... Okay, das ist gut zu wissen. Also werden wir... Was auch immer das bedeuten mag. Die meisten XP kassiert, der den Gegner fertig macht. Lasst mir also welche übrig. Habe ich eigentlich weniger Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, der Schaden ist vertretbar, den er macht. So, mal kurz schauen, was haben wir hier? Feuer und wieder. Okay. Ist mir also vollkommen egal. Oh, ich hätte mein Multi einsetzen können. Naja, egal. Vollkommen egal. Na? Du Schlangi. Na komm. Jetzt will der Multi nicht mehr nehmen. Dann halt nicht. Kommt halt ein normaler Angriff. Auch egal. Ja, aber auf die Art und Weise kann man halt seine Spezialfähigkeit quasi erzwingen. Wenn man im gelben Bereich ist oder kurz davor. Ja. Gut. Das war jetzt vollkommen unnötig. Scheiße. Ich wollte doch nicht, dass Cypher die meisten Erfahrungspunkte hier bekommt. Och Mann. Blöd. Sind zwar nur 28, aber immerhin 28, ne? Naja. So, hey, Level Up für die GF. Monster. Das ist übel. Wir haben eben mehr Spaß. Kommt jetzt. Spaß? Na, ich weiß ja nicht. Alter Axel, habe ich schon mal gesagt, halt die Fresse. Ja, habe ich? Dann halt die Fresse. Mann! Diese Nervensäge, ey. Naja. Ich muss auch sagen, Final Fantasy VIII hat einige Charaktere, die mir ziemlich auf den Sack gehen. Was ich sehr unschön finde, weil an sich finde ich das Spiel echt gut. Aber naja. Kann man halt nichts machen. So, ach Mann, natürlich gibt's wohl jetzt bei drauf. Shit. Ich habe keinen Zauber zur Wiederbelebung. Yay. Und ich habe niemanden, der jetzt noch Items einsetzen kann. Wupp, wupp. Ach, das ist doch blöd. Nur weil ich den Multi einsetzen wollte. Huch. Vergessen, die Gunblade auszulösen. Naja. Passiert schon mal. Jetzt aber. Bei Cypher ist das Timing für die Gunblade sowieso sehr komisch. Deswegen, bei Squall kann man sagen, okay, sobald er zuschlägt, drückt man auf die R1-Taste. Bei Cypher muss man kurz vorher auf die R1-Taste drücken, was sehr strange ist. Aber naja. So, hey, wir dürfen eine Phoenix wieder verballern. Yay.
Wupp, wupp. Ich hau mal keine Potion raus. Weil ich so jetzt für den Weg noch ein bisschen die das Multi dann nutzen kann. Falls hier noch was kommt. Generator überprüft. Der Booster funktioniert fehlerfrei. Was zur Hölle bin die denn da? Materialfehler am Kabel. Das Kabel wird ausgetauscht. Verstanden. Reparaturen? Naja, wen interessiert's? Das müsste doch dein erster Einsatz sein. Hast du Schiss? Oh, diese alte Rechtschreibung. Schiss mit SZ. Hilfe. Keine Ahnung. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Ich liebe Kämpfe. Ich fürchte mich vor nichts. Dass ich auch nach dem Kampf lebe, zeigt mir, dass ich langsam an meinen Lebenstraum herankomme. Wie? Traum? Hast du etwa keinen? Nein, da muss ich passen. Hey, was quasselt ihr da? Das geht dich nichts an. Du Arsch! Ehrlich mal, ey, du bist voll der Arsch! Was ist, Xel? Suchst du Mücken? Na? Mann, dieser Kerl geht mir voll auf den Sack. Jetzt weißt du, wie es mir mit dir geht. Gefunden! Die kennen wir doch auch noch. Seid ihr vom B-Trupp? Hey, du hast mich ja letztens herumgeführt. Nochmals danke für alles. Ich verlaufe mich jetzt nicht mehr. Ach ja, ich hatte mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Selfie und bin vom A-Trupp. Meine Aufgabe ist die Nachrichtenübermittlung. Euer Chef heißt doch Cypher, richtig? Wo ist er denn? Da unten. Da. Irgendwann werde ich euch über meinen romantischen Traum erzählen. Wirst du das? Toll. Hey, Kurier hat's nicht leicht. Naja. Chef, warte. Was ist denn? Kommt schon. Ja, wir könnten jetzt hier auch runterspringen. Machen wir aber nicht. Denn das gibt auch wieder Minuspunkte bei der Benotung. Das muss ja nett sein, ne? Deswegen gehen wir hier einfach außen rum. Nehmen vielleicht noch einen Kampf mit. Sage ich ja. Das passiert eigentlich immer. Also das hier kann man schon nicht mehr Zufallskampf nennen. An der Stelle kommt eigentlich fast immer ein Kampf. Also irgendwo hier auf hier in der Kurve. Mit Zufall hat das nichts zu tun. So, na bitte. Und jetzt einmal ein schönes Multi gegen den Verbliebenen. Voll übertrieben, vor allem mit dem Grubspalter zum Schluss noch, aber hey, was soll's. Und zack. Ja, und solange ich seine HP auf einem Maß halte, dass die im gelben Bereich sind, kann ich das immer durchführen. Und der gelbe Bereich beginnt bei 25%. Ja, ne? Also an sich ist das ein bisschen overpowered in meinen Augen, aber hey, alles gut. So. Hi, du. Das hat aber ewig gedauert. Du hättest nur runterspringen müssen. Was heißt hier nur runterspringen?
Ein normaler Mensch tut so etwas nicht. Oder, Squall? Meinst du? Ich musste gerade echt mit mir kämpfen, wem ich zustimme. Meinst du? Das kann doch jeder. Ausgenommen Hasenfüße. Was sagst du da? Aha, warum fühlt er sich angesprochen? Ist er vielleicht ein Hasenfuß? Wieso ein Hasenfuß? Ich bin kein Hasenfuß. Wenn du Hasenfüße nicht magst, wie wär's mit Froschenkel? Naja, Froschenkel ist auch kein toller Spitzname. Was quasselst du da? Ach, scheiß drauf. Sag, was du willst. Nimm es nicht so ernst, Xell. Ja, ja. So, lasst uns jetzt los. Habt ihr die GF gekoppelt? Oder, das habt ihr doch nicht vergessen, oder? Nee, haben wir nicht. Aber, trotzdem danke, dass du uns darauf aufmerksam machst, denn wir werden jetzt Quetzalcoatl von Xell lösen. Jo, hier bleibt alles dabei. Und diese schöne GF kommt jetzt an Selfie ran. So, leider hat sie keinerlei Zauber. Ja, ich sollte dann natürlich auch die Befehlsabilities mitkoppeln. So. Und ja, wenn ich dann gleich sowieso offscreen mich um die Kills kümmere. Ich meine, wir müssten jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich bei, Moment, das waren 6, da nochmal 3, da nochmal 2 sind vorbei, 11. Ich weiß nicht, ob die Heckenschlange mitzählt, also sagen wir 11. Ist das der Sendeturm? Ist der riesig? Hilfe! Ihr Feiglinge! Hey! Chef geht ohne uns vor. Ja, das macht er häufig. Der hat's nicht so mit Teamwork. Also so gar nicht. Ist der nach oben? Chef! Mann! So, wir gehen hier zunächst mal zu dem Drop-Punkt und ziehen Blende für Selfie, damit sie überhaupt mal irgendein Zauber erstmal hat. 13 mal Blende ist eine schöne Sache. Dann würde ich aber sagen, beenden wir den Part für heute an diesem wunderschönen Speicherpunkt. Ich werde jetzt, wie gesagt, offscreen ein paar Kämpfe bestreiten. Nämlich so viele, bis wir bei 75 Kills angekommen sind. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter hier mit dem Fahrstuhl nach oben. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.